Was geht ab, Manusi Fighter, außer dir? Und heute mit kurzen neuen News für die japanische Version, nämlich zu dem nächsten japanischen Dokkan Festival Charakter, aber auch alle Informationen und Details zum neuen Free-to-Play LR Vegeta und zu einem neuen Free-to-Play LR Kid Goku. Die ganzen News kamen heute online, wurden auf der japanischen Twitter-Page veröffentlicht. In-game sind die News auch schon die Teaser. Dementsprechend schätze ich ein, dass der neue Dokkan Festival Charakter, es ist Metal Cooler, dass er in 2 Tagen erscheinen sollte, ich sag mal 2 bis 3 Tagen, aber wir wissen ja normalerweise, wenn irgendwas in-game geteasert wird, kommt das in den meisten Fällen in den nächsten 2 Tagen. Heißt, am Mittwoch kann man damit rechnen, vielleicht, eventuell, ja, gucken wir dann, das sehen wir am Mittwoch, nur damit ihr einen groben Zeitraum habt. Am Mittwoch ist ja auch Halloween, by the way, an Halloween werden wir auch streamen, nämlich einen Halloween-Stream, schaut einen Streamplan, um alle Informationen dazu bekommen, wann, wo, wie online gehen. Aber außerhalb davon gucken wir uns gleich mal alle Informationen zu den neuen Charakteren an, alle Übersetzungen besser gesagt. Zu den Übersetzungen gibt es eines zu sagen, Freunde, und zwar sind sie noch nicht 1:1 übersetzt, es sind frische, neue Übersetzungen, heißt, da könnten sich ein oder andere ändern. Ich warte da eigentlich immer auf die Übersetzung vom Goresh, vom Subreddit. Der hat lediglich nur eines übersetzen können, nämlich von dem Vegeta hier, weil den sein Tweet wurde versehentlich vor 1-2 Stunden veröffentlicht und die wurde dann wieder rausgenommen, weil es versehentlich war und die anderen sind dann um 9 Uhr morgens gefolgt, das ist quasi die Uhrzeit, an dem alles auf JP Online kommt zu unserer Zeit und ich schätze mal, der ist jetzt pennen, aber macht nichts, der soll ruhig sich seine Ruhe gönnen. Was damit sagen will, ist, die Übersetzungen, die das angucken, sind aus anderen Usern, ich will sie nicht schlecht reden, aber sie sagen nämlich selbst, es sind frische kurze Übersetzungen. Mal bei einem fehlen die Links, jetzt bei einem fehlen das etc. Deswegen, wenn wir die richtigen geilen Übersetzungen haben, sage ich mal, dann poste ich sie auf Twitter für euch. Der Link ist in der Beschreibung, schaut auf jeden Fall auf meinem Twitter-Channel vorbei, @dokkanbattle.de. Cooler ist vom Extreme AGL-Type. Coolers Leader-Skill ist der Freezer-Clan-Leader-Skill. Es wird ein Freezer-Clan-Kategorie wird kommen. Hier steht sagt dran, Strongest Clan in Space. Manche haben auch übersetzt, böser Clan etc. Aber es läuft eben darauf hinaus, dass es der Freezer-Clan ist. Diesen gibt der Key plus 3 HP Attack und der 170%, Freunde. Das ist der zweithöchste Leader-Skill-Boost. Der höchste ist von LR, Goku und Freezer. Das ist Key plus 3, 177% auf alles. Und hier kommt ein Dokkan-Festival-Charakter Metal Cooler und gibt Key plus 3, 170 auf alles. Krank. Also das haben sie stark erhöht auf jeden Fall. Aber er gibt dann noch zusätzlich, beziehungsweise, oder, um es besser zu sagen, oder Extreme AGL-Charakteren Key plus 3 HP Attack und F90%. Mit der Ulti macht er immense Damage, verliert Angriff und Verteidigung. Wir werden uns gleich die SR-Animation im Nachhinein ansehen. Seine Passive sieht folgendermaßen aus. Er bekommt auf den Angriff und auf die Verteidigung 80%. Und jedes Mal, wenn er angegriffen wird, bekommt er 10% auf seinen Angriff. Zusätzlich dazu, Maximum sind 70%. Eigentlich sollte so eine Art von Passive separat kalkuliert werden. Heißt, er wird auf jeden Fall auf mehr als 150% kommen. Müssen wir noch gucken, das Ding ist ja noch nicht in-game, aber normalerweise sollte das funktionieren. Was will ich damit im Endeffekt sagen? Er wird auf jeden Fall gut Schaden machen. Zusätzlich hielt er sich. Er hat einen Heal von 7%. Hier steht dran, am Ende der Runde. Ob es wirklich am Ende der Runde ist, kann ich euch nicht sagen, denn normalerweise kennen wir es ja, dass es am Anfang der Runde ist. Könnte bei ihm natürlich anders sein, aber ihr merkt schon bei den Übersetzungen, wenn wirklich die 1:1 Übersetzungen rauskommen, dann wären wir da auf jeden Fall gut schlau auf jeden Fall. Aber im Endeffekt wissen wir, er hat einen 7% HP Heal. Und bevor ich zu viel auf jeden Fall benutze, machen wir einfach mal weiter im Kontext. Seine Transformation wird nicht so sein wie die von Ultra Instinct Goku oder Evolution Vegeta oder ähnliche Art, sondern er hat eine Giant Form Transformation. Ähnlich wie Tapion steht hier dran, wird er sich transformieren, wenn seine HP 50% und drunter fällt. Er hat auch zusätzlich den Giant Link Skill, heißt, er sollte auch in der Giant Form Kategorie sein. Außerhalb davon haben wir die zu den Link-Skills keine weiteren Übersetzungen, die fehlen gerade. Big Bad Boss habe ich aber entnehmen können. Er wird sicherlich noch Strongest Clan in Space haben. Fierce Battle auf jeden Fall auch. Aber das werden wir dann auf jeden Fall im Nachhinein sehen, wegen Link-Skills. Ansonsten wäre das so viel zu unserem Boy Metal Cooler Dokkan Festival Extreme AGL. Ist auf jeden Fall nice, wird man echt nicht unterschätzen. Kommen wir zu dem Super Saiyan Vegeta, dem Tech Vegeta, den wir uns angesehen haben. Er gibt Tech-Type-Charakteren auf den Angriff 33% pro Tech-Orb, den sie einsammeln. Heißt, wir kommen hier weitere Nuke-Leader. Ich schätze, das ist der Fall wegen dem Satan-Box-Machine, Punchback-Box-Machine. Das ist ein Event, wo ihr quasi nuken können und da Preise bekommen können. Er macht Supreme Damage, hat eine hohe Chance, den Gegner zu sein. Seine Passive sieht folgendermaßen aus. Er hat auf den Angriff und auf die Verteidigung 100%. Wenn seine HP 80% oder drunter sind, bekommt er 40 Key plus 2 und weitere 20% auf den Angriff. Wenn die HP dann noch, also wenn die HP
zusätzlich 50% und drunter sind, bekommt eine zusätzlich weitere Key-Plus-Zeit auf den Angriff 50%. Also sind wir bei 170% Angriff. Der wird auf jeden Fall gut was raushauen, aber ihr merkt auch schon, er muss quasi Low-Life sein. Links sind Golden Warrior, Super Saiyan, Prodigy, Saiyan Pride. Er hat Prodigies und Saiyan Pride. Das ist insane für einen Vegeta, weil er wird im Pure Saiyan Team zum Beispiel, in der vertreten ist, viele andere Charaktere oder an sich Vegeta decken, die das haben. Denn nicht viele Vegetas haben, beziehungsweise nicht viele Charaktere außer Vegeta, die Saiyans sind, haben Prodigies. Ryan Lineage, prepared for Battle Fierce Battle hat er an der Stelle. Piccolo, was hat ein Piccolo drauf, den wir uns angesehen haben? Er ist auch Nuke Leaders für die Strength Charaktere. Diesen gibt er 33% pro Strength Orb, den sie einsammeln. Er macht Supreme Damage gegen jeden. Heißt, wir haben hier einen AOE Damage Dealer und endlich mal einen in den Super Type rein. Zusätzlich durch die Passive hat der Attack und Def 100% immer. Und wenn er gegen zwei oder mehr Gegner kämpft, bekommt eine Key plus 6 und auf den Angriff und auf die Verteidigung 30% zusätzlich drauf. Heißt, der wird auf jeden Fall sehr gut sein für das World Tournament. Alright, dann kommen wir zu LR Vegeta Extreme Incharakter. Wissen wir, LR Super Saiyan Vegeta. Sein Event wissen wir noch nicht, wann es kommen sollte, aber ich schätze, wie gesagt, in den nächsten 2-3 Tagen ein. Die Passive von ihm sieht folgendermaßen aus. Er hat leider einen konstanten Boost. 15.000 auf den Angriff bekommt er und auf die Verteidigung 20.000. Danach, wenn er angegriffen wird, bekommt er für 4 Runden zusätzlich 15.000 auf den Angriff. Zusätzlich dazu heißt er mit 30.000 Angriff. Das kann man auf jeden Fall annehmen, diesen Wert. Und er macht zusätzlich 2 Additional Attacks. Aber diese Additional Attacks können keine Ulti sein. Das sind normale Additional Attacks über Evolution Vegeta. Leider sehe ich aber da den Grund dafür nicht, weil er hat nichts, was er stackt. So aus den ersten Übersetzungen, die wir das haben, aber das sollte auch so sein auf jeden Fall. Leader Skill, Pure Saiyan Kategorie Leader. Er gibt den Pure Saiyan Charakter Key plus 3, HP, Attack und F 70%. Er macht mit seiner 12 Key Super Attack Colossal Damage, mit seiner 18 Key macht er Mega Colossal Damage und erhöht seinen Angriff greatly für eine Runde, also mit der Ultra Super Attack wird er auf jeden Fall gut Schaden machen. Link Skill haben wir hier vage übersetzt, Golden Warrior, Super Saiyan, Shattering Limit, Legendary Power, Royal Lineage, Saiyan Warrior Race und Brainiacs Fragezeichen. Wie gesagt, der hat sich auch gewundert bei der Übersetzung. Müssen wir mal sehen, ob das auch wirklich so durch, ob das ist, ob er das hat oder nicht im Endeffekt. Aber, verdammt nochmal, warum fehlt hier Prepared for Battle? Der Dude hat legit sich für den Kampf vorbereitet. Legit. Damit er quasi diese Form annimmt und zum Super Saiyan gehen kann. Er hat kein Prepared for Battle. Warum zur Hölle nehmen sie von ihm Prepared for Battle? Alle anderen Extreme Vegetas, also auch Super Saiyan Vegetas, haben Prepared for Battle. Er nicht. Warum? Naja. Er ist auf jeden Fall solide, schlecht ist er nicht. Er ist wirklich so wie auch alle anderen. Nicht allen anderen, aber ich sag mal wie den neuesten mit Trunks zum Beispiel. Mit Trunks kann man ihn gut vergleichen mit den Free-to-Play-LR, die ich da meinte an der Stelle. Er ist nicht schlecht, wie gesagt, man kann auf jeden Fall annehmen, aber Prepare for Battle werden wir auf jeden Fall merken, dass das fehlen wird, denn er wird wahrscheinlich nicht so oft auf seine 18 Key kommen, denn lediglich durch sein Linkslist bekommt er nur Shattering Limit und Royal Lineage. Mit Majin Vegeta dennoch kann man auf jeden Fall gut linken in einer Rotation, denn die teilen sich, wenn das so durchkommt, 5 Link-Skills. Super Saiyan, Shattering Limit, Legendary Power, Royal Lineage und Saiyan Warrior Race. Da müssen wir einfach mal gucken, wie das Ganze verlaufen wird. Majin Vegeta hat den Vorteil, dass er mit der ersten Ulti mehr Schaden macht. Bei ihm wird das quasi andersrum sein. Das muss man einfach mal beobachten, wenn das Ganze online kommt. Aber außerhalb davon kommt ein neues Event online. Die Tage nämlich, das ist der Teaser in-game zu dem Event und hier steht dran, dass es einen neuen SR-Kit Goku geben wird, den man aus dem Event farmen kann und diesen wird man dann zum LR erwecken können. Wie genau das funktioniert, wissen wir noch nicht, wir haben nur quasi die Nachricht dazu. Und am Ende, Freunde, lasst uns mal ganz kurz die Essays anschauen, hier von Vegeta und ich finde die Essays haben sie wirklich sehr, sehr nice gemacht an der Stelle. Ihr habt keinen Ton, aber wir gucken uns das einfach mal an. Vor allem die von Cooler, das gucken wir uns gleich an, sieht überragend aus. Die von Vegeta ist auch gleich. Und vor allem jetzt hier, das ist wie in einem Anime. Also das ist wirklich nochmal seht ihr das? Die bewegen sich so flüssig, das ist nochmal so dynamisch. Das hat mir, glaube ich, noch nie... Ja, beziehungsweise mit LR Goku und Freezer kann das auch sein, so. So diese dynamischen S-Animationen. Aber das sieht halt wirklich aus wie in einem Anime. Aber haltet euch fest, jetzt schaut euch mal das von Cooler an. Erstens, das ist jetzt erstmal das von Piccolo. Aber das von Cooler, wenn wir uns gleich ansehen, das sieht halt wirklich übertrieben aus wie aus dem Anime bzw. aus dem Film. Und ist richtig geil gemacht. Lasst mich auf jeden Fall wissen, sofern wir das Ganze angucken, was haltet ihr von den Charakteren, Freunde? Lasst mich im Kommentar wissen, lasst uns auf jeden Fall diskutieren über die Charaktere. Freut mich auf sie, werdet ihr für sie sammeln. Ich werde auf jeden Fall mal versuchen, geben. Schaut euch die Ulti an, das sieht geil aus, auch bei Piccolo.
werde auf jeden Fall einen Versuch geben den ganzen die Tage, das werden wir auf jeden Fall noch schlauer. Boom! Schaut euch die Ulti an. Was? Der joggt da einfach hin. Und jetzt boom, wieder mit den Augen schaut und den analysiert. Die haben das über. Das. Schaut euch die Ulti an! Das ist wie aus dem Film. Das ist wie aus dem Film. Dieser Vegeta sollte die SSR-Version sein von dem Vegeta, den wir uns vorhin angesehen haben. Und dann kommt auch die Ulti von dem Dokkan Erweckten. Aber die Metal Cooler Animation. Oh, und hier geht er zu Giant Form. Hier geht er zu Giant Form quasi. Aber die Metal Cooler seine SA war krank. Die SA war krank. Ich wollte noch was sagen. Ich habe es im Hintergedanken. Konzentriere dich, Osaru. Was sollst du sagen den Jungs und Girls? Shit, ich hab's vergessen. Ah, nein. Freezer Clan Kategorie. Lekomir unterschätzt nicht. Lekomir wird die Kategorie krank, weil, und das ist die Ulti von den Vegeta quasi, sondern Metal Cooler dann als Leader, Metal Cooler rein, den neuen Tag Freezer rein, Angel Golden Freezer rein oder Final Form Freezer rein, ansonsten Golden Freezer könnt ihr reinpacken, ein Supporter, den Freezer von GT, das Ziel wird auf jeden Fall sehr solide sein. Freunde, lange Rede, kurzer Sinn, lasst mich auf jeden Fall wissen, wie ihr das Ganze fandet, beziehungsweise wie ihr die ganzen Informationen und Details zu den Charakteren findet, freut euch auf sie. Ansonsten wünsche ich auf jeden Fall eine schöne Zeit, einen schönen Tag und wir sehen uns das nächste Mal. Peace.